Zweite Halbzeit beginnt. Kanute stößt dann auf Luis Fabian. Didier Socorro. Und da ist wieder Pedretti. Ne, ich verwechsel das immer. Perotti, da gibt es nämlich noch einen Pedretti. Das verwechsel ich immer. Navarro, schöner Pass auf Kanute, aber schöner Pass von Kedira. Wieder Perotti. Ricardo Carvalho. Marcelo. Cristiano Ronaldo. Dabo. Auf Alexis. Und schön aufgepasst von Higuain. Ah, schade. Das ist Navas. Didier Socorro. Das ist Navas. Dabo. Didier Socorro. Özil, passt auf. Marcelo, wir haben viele Erwartungen gehabt an Real Madrid. Wurde gar nichts erfüllt. Bisher. Vielleicht können sie ja nochmal zurückkommen. Ronaldo. Jetzt habe ich mir das Tor auch angeschaut. Ja, war wirklich ein schönes Ding. Karrieres und du kommentierst irgendwie immer so emotionslos. Da kommt ein Traumtor und du so, ja, Tor für Real 2-0. Ich raste immer aus bei solchen Toren. Ich muss es einfach. Ich habe diesen Zwang. Pepe. Ach, wieder Perotti. Sergio Ramos hat ihn sich wieder geholt. Di Maria gegen Cagliares. Der hat den Ball aber. Negredo kommt für Kanute und Kaká kommt für Özil. Meine Videoübertragung ist Kaká! Und das ist unfassbar! Eine Minute ist Kaká drin! Ne, das waren 30 Sekunden. 30 Sekunden ist Kaká für Özil drin und schießt das, das ist den Anschlusstreffer. Das 1-2. Kannst du mir mal deine Video-Dings wieder aufbauen? Das ist doch. Nee. Nicht. Geht nicht. Also das hängt. Ich versuch's doch mal. Ich leg mal auf und ruf dich nochmal an. Ja. Da ist das Tor. Jetzt haben sie es gesehen. Kaká. Und kurz drin. Es war ja wirklich ganz, ganz kurz drin. Also Kaká wirklich. Also das ist ja sensationell. Er war wirklich ganz, ganz kurz drin. Musst du dir mal überlegen, Dominik. Der war wirklich Kaká. Der war 30 Sekunden drin. Nach dem Einwurf hat er gleich das Tor gemacht, Negredo. Und stark gehalten vom Kassier. Was denkst du, wird das hier nochmal zu... Videoübertragung, bitte. Hab ich schon. Nee. Doch. Ist aber. Cristiano Ronaldo. Ja, jetzt steht's 2-1. Jetzt ist ja hier wieder alles offen. Bildschirminhalt wird aber übertragen. So ist es nicht. Canales kommt für Xabi Alonso. Also du siehst jetzt nichts. Ich sehe nichts. Ja, komisch. Ja, Bildschirminhalt wird aber übertragen. Ich kann es nochmal versuchen. Jetzt. Geht's jetzt? Nein. Gibt's doch nicht. Ja, jetzt ich kommentiere jetzt einfach erstmal das Spiel zu Ende. Ja. Also, weil es ist jetzt ziemlich spannend, Kaká, wie gesagt, mit dem Treffer. Avelua kommt jetzt hier, Marcelo. Also Kaká, 30 Sekunden drin für Özil, nach seinem Einwurf gleich das Tor. Was sagst du dazu? Respekt. Cristiano Ronaldo. Vielleicht blüht er jetzt doch nochmal auf. Ja, was für eine Flanke auf Higuain. Palop hat ihn aber sicher. Da haben sie keine Probleme.
So, ich habe ihn jetzt nochmal angerufen, weil die Bildschirmübertragung jetzt irgendwie nicht hinhaut. Es wird übertragen, aber es funktioniert irgendwie nicht. Geh nochmal auf Anrufe, ob das schon eingeschaltet ist. Nein, ich versuch's die ganze Zeit, da steht Bildschirminhalt übertragen, aber es funktioniert irgendwie die ganze Zeit nicht. Komisch. Naja, Kidira. Kanal ist, jetzt müssen wir uns erstmal wieder aufs Spiel konzentrieren. Jetzt ist es spannend. Die Maria wird gefoult und das ist eine gute Freistoßposition für Real. Was denkst du, wird Real noch den Ausgleich schießen? Nee. So, Cristiano Ronaldo. Flanke nach innen. Ah, Higuain hat den aber noch. Gagliares ist aber da. Jetzt Sabiano. Luis Sabiano. Kein Gegenspieler im Weg, aber Kaká ist schneller. Der Torschütze zum 1:2 hat das Spiel aus dem Nichts wieder offen gemacht. Canales. Der spielt auf. Higuain wieder Ball ab. Der bringt Top-Leistungen, der Keeper. Maric. Canales, die Maria. Der will wieder das Foul haben. Canales, Sergio Ramos. Und jetzt wird es nochmal gefährlich. Nein, Pepe. Jetzt sollten sie den Ball nochmal vorschlagen und jetzt nochmal das versuchen. Kedira. Schön aufgepasst und Cagliares. Und jetzt, Perotti. Können Sie noch die Entscheidung machen? Sevilla hat gewonnen, da lege ich mich fest. Und Sevilla. Oder? Ja, es ist vorbei. Sevilla gewinnt 2:1. Überraschend, oder? Auf jeden Fall. Also, ich hätte mir von Real mehr erwartet. Freuen Sie sich auf den Europacup. Der kommt als nächstes. Bei Dominik.